Die Stimmung in den Chefetagen deutschen Unternehmen ist im vergangenen Monat erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. Der IFO-Geschäftsklimaindex steht jetzt bei 116,0 Punkten. Im vergangenen Monat waren es 115,2. Das IFO-Institut aus München befragt jeden Monat 7000 Manager, wie sie die Lage einschätzen und die Entwicklung auf die nächsten 6 Monate. Und diese gute Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hat auch heute, ja, ist übergeschwappt auf den DAX, auf den Aktienmarkt. Der DAX in der Spitze 100 Punkte zugelegt und das trotz eines Euro, der seit 2 Jahren mal wieder über die 1,17 zum US-Dollar schaut. Also momentan läuft es wieder am Aktienmarkt. Und schauen wir doch mal ganz kurz, was sich morgen alles tut. Morgen haben wir am Abend den großen, den wichtigen Termin mit der amerikanischen Notenbank ist. Aber bis es soweit ist, wird uns natürlich nicht langweilig. Wir schauen zunächst mal nach England auf das Bruttoinlandsprodukt zum 2. Quartal. Das ist die erste Veröffentlichung später. Dann um 13 Uhr schauen wir in Richtung USA zunächst mal die Hypothekenanträge des MBA-Instituts im Vergleich zur Vorwoche. Vorwoche waren sie 6,3% gestiegen. Wir schauen dann auch auf die Neubauverkäufe, annualisiert, also hochgerechnet auf das Gesamtjahr. Wir schauen auf die Rohöllagerbestände um 16.30 Uhr. Die waren ja zuletzt um 4,7 Millionen Barrel zurückgegangen und wir erwarten einen weiteren Rückgang, noch einmal um 3,3 Millionen Barrel. Das könnte dann auch wieder den Ölpreis in die eine oder andere Richtung bewegen. Wie gesagt, dann 20 Uhr zur Tagesschauzeit hier bei uns haben wir dann den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank. Die Zinssitzung läuft ja, sind ja immer 2 Tage. Es wird nicht damit gerechnet, dass sich an den Zinsen jetzt zunächst etwas ändert. Aber wie ist der Ausblick? Wie ist die Einschätzung der Lage? Janet Yellen auf ihrer Pressekonferenz dann eine halbe Stunde später um 8:30. Reagieren auf die ganzen Informationen können Sie hier an der Börse Stuttgart dann bis 22 Uhr. Ja, reagieren können Sie dann auch auf die vielen, vielen Zahlen, die es dann morgen im Laufe des Tages gibt. Zum Beispiel hier von der Baader Bank, von Daimler, von der Deutschen Börse aus der ersten Börsenreihe. 2. Börsenreihe mit GEA Group, Kion, Puma und Foslo. Und dann darf es vielleicht auch ein bisschen international noch sein, von Boeing, Buffalo Wild Wings, die amerikanische Schnellrestaurantkette, Facebook, Gilead Science, Hershey, Hilton, Lafarge, Holcim, der größte Zementhersteller der Welt, PayPal, Peugeot und Coca-Cola. Bis morgen.